Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt, Ihrem Fernsehzuschauerservice mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in den nächsten Tagen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die geballte Menge an großen Events über mehrere Tage, die ist erst einmal vorüber, denn die Sommerferien beginnen. Aber auch diese Zeit bietet für Einheimische und Gäste jede Menge hier im Erzgebirge. Wenn also das Wetter für Freibad und Garten zu schlecht ist, zum Zuhausebleiben aber wieder zu gut, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch in unseren vielen Museen und Ausstellungen in der Region. Dem Glasbläser Herrn Schulz aus Niederdorf können Sie im Glashüttenmuseum in Neuhausen über die Schulter schauen. Er ist am Samstag, dem 16. Juli, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, sowie am Sonntag, dem 17. Juli, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr vor Ort. Täglich von 10 bis 17 Uhr ist das Spielzeugmuseum in Seifen geöffnet. Die Einrichtung an sich ist immer ein Besuch wert. Aber zurzeit beherbergt das Museum noch zwei besondere Sonderausstellungen. Unter der Überschrift Hans Reichelt vom Gestalten und Zeichnen wird der 100. Geburtstag des Seifener Designers zum Anlass genommen, das umfangreiche künstlerische Schaffen zu würdigen. Bis zum 30. Oktober ist diese Ausstellung noch zu sehen. Vero, Spielzeug will dein Kind, ist der Titel der zweiten Sonderausstellung, die sich dem beliebten Spielzeug aus DDR-Zeiten widmet. Eine Schau zum Zurückblicken mit Objekten und Dokumenten. Und jetzt möchte ich auf ein Festival hinweisen, das sich mittlerweile einen großen Namen gemacht hat und das weit über die Grenzen des Erzgebirges hinaus. Rock auf dem Berg erlebt eine neue Auflage. Vom 14. bis zum 16. Juli wackelt der Katzenstein im Marienberger Ortsteil Probersau. Bereits zum 25. Mal geben sich die Künstler aus nah und fern die Klinke in die Hand. Take my life, they cannot stop me! Und eine Warm-up-Party mit DJ Mystic startet bereits am 14. Juli ab 21 Uhr, um sich auf das Festivalwochenende schon mal einzugrooven. Und nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer lassen uns bereits schöne Aufnahmen oder kurze Videos von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen. Das freut uns sehr und gern warten wir weiter auf Ihre Momente, festgehalten auf Bildern oder in kurzen Videos, die wir gern als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen oder der Bildschirmzeitung zeigen möchten. Mailen Sie uns Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv. Und für die heutige Sendung habe ich Ihnen wieder ein paar Bilder aus der Region mitgebracht.
damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich im Programm bei Glück auf TV Kanal 9 Erzgebirge und bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Aber auch auf YouTube und in unseren Mediatheken können Sie die Sendung jederzeit rund um die Uhr individuell anschauen. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Am besten geht das per E-Mail unter der Adresse kompakt@glück-auf.tv. Je früher Sie uns informieren, desto einfacher ist das für unsere Planung. Spätestens 2 bis 3 Wochen vor dem hier zu erwähnenden Ereignis sollte alles in unserer Redaktion angekommen sein. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Mittwoch, der 13. Juli, 12 Uhr. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche eine schöne Zeit und viel Freude bei allem, was Sie tun. Bleiben Sie gesund und Glück auf, bis zum nächsten Mal.